Habt ihr schon von den Fügen gehört? Nein, erzähl mal. Letzte Woche wurden hier im Dorf zwei kleine Kinder entführt. Die sind abends auf dem Heimweg einfach verschwunden. Niemand hat sie mehr gesehen. Es wurde nur noch ein grüner Schuh gefunden. Lilly, hör auf, das ist echt gruselig. Und wer hat sie entführt? Ein Vampir? Das ist echt nicht lustig, Leon. Die drei Kinder können nach Hause gehen. Danke, Tom. Ich gehe. Ich werde nach Hause gehen und plötzlich packt mich ein Mann und will mich entführen. Was soll ich dann bloß machen? Hey Sarah, da bist du ja. Was ist denn los mit dir? Ach nichts, alles gut. Nein, es ist nicht alles gut, du bist so still heute. Komm, erzähl schon, wir wollen dir doch nur helfen. Kennt ihr diese verlassene Straße hinter der Schule? Ja klar, mit den alten Häusern. Dort laufe ich immer nach Hause, weil dort zurzeit in unserer Straße eine Baustelle ist. Naja, ich habe total Angst, dass mich jemand entführt. Letzte Woche sind doch erst zwei Kinder verschwunden. Was ist, wenn ich auch entführt werde? Mensch, Sarah, sag das doch gleich. Davor kann man sich schützen. Denk mal nach. Wie würde eine fremde Person auf dich zukommen, die etwas von dir will, was du nicht willst? Die Person würde nah an dich herankommen und dich versuchen, mit irgendetwas anzulocken. Süßigkeiten. Niedliche Hunde. Süße Katzen. Comichefte. Puppets. Solche Einladungen solltest du immer ablehnen. Vielleicht sagt der Entführer, er sei ein Freund deiner Eltern und soll dich abholen. Wenn du die Person nicht kennst oder deine Eltern nichts gesagt haben, dann ist es kein Freund. Vielleicht machst du dir für so etwas mit deinen Eltern ein Geheimwort aus. Unangenehme Situationen können an vielen Orten passieren. Auf dem Heimweg. An der Bushaltestelle. Und sogar auf dem Spielplatz. Wichtig ist, dass du immer auf dein Bauchgefühl vertraust. Wenn dir jemand komisch vorkommt, halte Abstand. Geh am besten auf die andere Straßenseite. Oder an einen Chef.
Kinder in eine Schule. Auf jeden Fall dahin, wo andere Erwachsene oder Kinder sind. Die verlassene Straße können wir ja ab jetzt gemeinsam gehen. Aber wenn mich der Entführer plötzlich packt? Dann wirst du ganz laut und schreien. Hilfe! Du kannst auch Feuer schreien. Darauf hören manche Leute eher. Wehr dich und versuch dich loszureißen. Tritt, Kratz, Beiß, Schlag, alles ist erlaubt. Dein Ziel sollte sein, aus der Situation zu fliehen und nicht den Entführer K.O. zu schlagen. Und dem Angreifer schaust du direkt in die Augen und sagst laut und deutlich Nein oder Stopp oder Lassen Sie mich in Ruhe! Das verwirrt den Angreifer und du kannst fliehen. Danke Leute, das hat mir echt geholfen. Danke! Wir halten zusammen, dann schaffen wir alles, weißt du doch. Yeah!